Zur Halbzeit meiner Amtszeit als Oberbürgermeister gehört natürlich auch ein Ausblick auf die kommenden Jahre. Viele Themen der Stadt bleiben selbstverständlich aktuell und werden wir weiter mit Hochdruck umsetzen. Einige ganz besonders zentrale Themen der nächsten Jahre möchte ich dabei kurz hervorheben. Für mich ganz wichtig ist Bildung. Ingolstadt wächst weiter und es wird auch künftig eine junge Stadt mit viel Nachwuchs bleiben. Bildung ist die Grundlage für den guten Start unserer Kinder in ihre Zukunft. Die massiven Investitionen in Bildungsinfrastruktur werden wir daher fortsetzen. Investitionen in neue Kitas und weitere Fachkräfte, Investitionen in Sanierung und Erweiterung der Schulen und die Schaffung neuer weiterführender Schulen, ihnen gilt unser Hauptaugenmerk mit erheblichen Millionenbeträgen in den nächsten Jahren. Unter anderem stellen wir die Lessing-Schule fertig und starten mit der Grundschule in Unsern Herren. Wir gehen in die Ausplanung für die Generalsanierung des Apian- und des Katharinengymnasiums sowie einer weiteren neuen Realschule. Und wir bringen die Mittelschule Nordost auf neuem Standort auf den Weg. Gesundheit, denn ohne die geht es nicht. Deshalb ist mir eine umfassende und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung oberstes Anliegen. Die Modernisierung und Sanierung unseres Klinikums ist daher weiterhin eine absolute Priorität. Wir lassen ein umfassendes medizinisches Versorgungskonzept für die gesamte Region erarbeiten. Und mein Ziel ist es dabei, das Klinikum als eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Bayern weiter zu stärken und die Gesundheitsversorgung für die Ingolstädterinnen und Ingolstädter auf hohem Niveau zu verbessern. Sichere und nachhaltige Energieversorgung in kommunaler Hand ist wichtiger denn je. Ein wahrer Quantensprung war der Grundsatzbeschluss zur strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke. Wir haben zwei neue Partner aus dem kommunalen Umfeld an Bord. Wir haben Anteile zurückgekauft und wir haben jetzt wieder das alleinige Sagen bei fast allen Stadtwerkeentscheidungen. Und zusammen mit den Stadtwerken gelingt es dann, die Energiewende vor Ort weiter voranzubringen. Wir wollen die regenerative Energie ausbauen durch interkommunale Kooperationen wie beim Solarpark Karlshult, durch den flächenden Ausbau von Photovoltaik auf städtischen Dächern und den Ausbau der Fernwärme. Ingolstadt ist ein starker und innovativer Wirtschaftsstandort mit guten und zukunftssicheren Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Die Wirtschaft in der Region steht aber auch vor einem fundamentalen Umbruch und tiefgreifenden Herausforderungen. Mit einer aktiven Wirtschaftspolitik will ich vor allem vier zentrale Aufgaben anpacken. Erstens, zusammen mit Unternehmen und Gewerkschaften will ich die Anstrengungen bei der Arbeits- und Fachkräftegewinnung in Ingolstadt intensivieren. Zweitens, wir begleiten aktiv die Transformation in der Automobilindustrie und unterstützen kleinere und mittlere Unternehmen dabei. Drittens, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen mir, die wertvollste Wirtschaftspolitik ist eine gute Standortpolitik, um neue Beschäftigte gewinnen und halten zu können. Und auch deswegen werden wir weiterhin massiv in Schulen, Kitas, bezahlbares Wohnen und in Freizeit, Kulturangebote und vieles mehr investieren. Viertens, mit einem 25-Maßnahmen-Paket haben wir zur Stärkung der Altstadt und des Einzelhandels beigetragen. Für mich bleibt der Innenstadtprozess auch weiterhin eine sehr wichtige Aufgabe. Wir werden die umgesetzten Maßnahmen auswerten und zielgerichtet weitere Impulse für eine attraktive Innenstadt auf den Weg bringen. Ohne Zweifel, Ingolstadt ist eine Kulturstadt. Vordringliche Maßnahmen werden die Sanierung unseres Theaters sein, die derzeit geplant wird. 2027 wollen wir damit starten. Dazu gehört auch eine Ersatzspielstätte für die Dauer der Sanierung, die wir anschließend als neues kleines Haus dauerhaft nutzen wollen. Wir werden auch in diesem Jahr den Standort entscheiden und die weiteren Planungen auf den Weg bringen. Wir haben viel in unsere Busse und ÖPNV-Liniennetze investiert. Mit einem neuen Punkteplan bauen wir den öffentlichen Personennahverkehr in Ingolstadt und der Region weiter aus. Dazu zählen unter anderem Verbesserungen im Liniennetz wie eine direkte Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Klinikum, die Wiedereinführung des Stundentakts beim Airport Express, vollständige Elektrifizierung der kommunalen Busflotte,
Ausbau des On-Demand-Angebots auch in Ingolstadt. Mehr Kundenservice durch die weitere Digitalisierung der Infrastruktur, zum Beispiel mit Echtzeitinfos an Haltestellen oder einer App für den gesamten Verkehrsverbund. Die Stadtentwicklungsplanung strategisch anzugehen, wird uns auch die nächsten 3 Jahre beschäftigen. Vom neuen städtebaulichen Entwicklungskonzept, einem neuen Flächennutzungsplan, einem neuen gesamtstädtischen Verkehrsentwicklungsplan bis hin zu einem neuen Verkehrsmodell für die Ingolstädter Altstadt. Die hohen Energiekosten und die allgemeine Preissteigerung belasten uns alle und werden zukünftig den Rahmen für die Stadtpolitik begrenzen. Daher setze ich meinen Kurs der Konsolidierung und der Politik mit Augenmaß fort. Wir werden uns auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren müssen, Schwerpunkte setzen und über Wünschenswertes, aber nicht zwingend Erforderliches diskutieren müssen. Das sind einige wichtige Vorhaben für Ingolstadt, die ich in den nächsten Jahren anpacken werde. Zusammen mit dem Stadtrat und den Bürgerinnen und Bürgern setzen wir unsere Arbeit für ein lebens- und liebenswertes Ingolstadt fort.